Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8.28 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Training Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir sind bei 13.200 und wir platzieren die Falle, die erste Falle mit einer 15er Box auf dieses Level. Ich gehe jetzt mal auf Schalte scharf. Das heißt, wir würden bei 13.207 Long gehen und bei 13.192 Short gehen. Machen diesen Chart mal etwas größer und definieren dann auch gleich, wo die Reise hingehen könnte. Im zweiten Anlauf. So. 50. So, das wäre hier. Und einmal hier oben ab den zweiten Trade. Ansonsten haben wir den Daily Pivot bei 13.122. Wir gehen jetzt mal mit zwei Chartebenen höher und schauen uns das mal aus dem 15-Minuten-Chart an und blicken einmal auf die Gaps von letzter Woche. Hier haben wir das Gap geschlossen, da geschlossen und wir haben hier oben ein Gap bei 13.251. Das heißt, wir ziehen mal diese Linie darüber und sehen dann auch hier in unserem Chart, da oben ist das Gap. Also durchaus denkbar, dass wir hier oben heute hinlaufen. Das Gap, ein offenes Gap von letzter Woche vom 21. Juni. Dann haben wir das Gap hier, das wurde hier geschlossen. Das Gap wurde auch geschlossen, also ansonsten haben wir also fast alle Gaps in der Unterseite jetzt erstmal hier von letzter Woche geschlossen. Das heißt, die blaue Linie liegt dort oben für unseren Kurs für das Gap vom 21. Juni. Okay, blicken wir auf die Vola-Box und da wollen wir natürlich auch wissen, wo kommt die Vola-Box rein? Wo ist der Forecast? Und da liegen wir bei 13.176, also so roundabout, wo wir aktuell sind. Und dann gehen wir einmal in die Großwetterlage, wie jeden Morgen, blicken einmal direkt ein und fangen an mit Bitcoin. Vorlage, unsere Zickzack-Linien. Okay. Daily sind wir short. Auf dem Weekly sehen wir auch short, Daily short, 4 Stunden schon long. Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten auch long. Also da ist leichte Erholung. Nächster Markt hier in der Kategorie Ethereum. So, Daily short. 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten short. Bei 1200 ist Ethereum. Dow Jones. So, ziehen wir mal rein. Daily sind wir hier short mit diesem Markt. 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten short. S&P 500, Daily nach dieser Technik hier Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Nasdaq Technologiebörse, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten aktuell Short. Öl, Daily sind wir Short. 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Gold 1800. Gold Short, 4 Stunden Short, 4 Stunden Long, Entschuldigung, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Und the good old German DAX. Daily Short, auf Weekly auch Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long
im Chart, also Tendenz eher heute bei allen Indizes eher auf steigende Kurs. Und wir haben die Falle platziert. Wir wünschen uns fürs Box Trading schöne Wohler. Aktuell haben die Märkte eine Bewegung von 46 Punkte. Das ist für morgens okay. Hoffen wir, dass wir gut in die Woche reinkommen. Ich wünsche also allen einen guten Start. Big Number Trade. Es ist 8.55 Uhr. Der erste Trade Short Big Number am 27. Juni. Die Falle hat zugeschnappt und jetzt wird bei 13.207 multipliziert nach oben hin. Schauen wir mal, ob der erste Trade in den Gewinn läuft beim ersten Anlauf oder ob wir ein wenig uns aufschaukeln. Erste Trade Short. Wir sehen es jetzt hier, der Markt. Ich habe auf angepasstes Ziel im ersten Trade. Das heißt, da geht es relativ schnell raus. Eine Big Number wird bei mir dreimal getradet. Dann ist der Effekt auch raus. Das wäre jetzt der erste Versuch. Wir brauchen jetzt noch einen Punkt. Den sogenannten Spread verdienen. Und wir sind raus. Unser Hafengeräusch, wenn ein Trade in den Gewinn läuft. Es ist 8.56 Uhr. Somit verabschiede ich mich bei den Videotagebuch bei YouTube. Wünsche allen erfolgreiche Trades. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter und hören uns dann morgen wieder. Uns zu leiten.